So, ja, damit willkommen zur ersten Minecraft-Season auf diesem Kanal tatsächlich, im Together. Wir starten mal mit den folgenden Leuten heute. Es könnte mal wieder Konstellationen sich ändern, aber die erste lange Session wird schon mal gleich mit dem Großteil der Mitspieler gemacht. Der eigentlich noch fehlt, ist ein Andi. Beckmann haben wir hier zur Linken. Wie immer, man kennt ihn. Jo. Der Skin, der weiß, sagt, das ist Beckmann. Ja, natürlich, Fabi ist klar. War auch nicht Moin. dabei. Ja. Dann hier Sören. Blume. Was ist Sören Schnell eigentlich? wegwerfen, bevor sie ist. Die Sören riecht gut, die ist der Blume. Outer Wilds, mein Charakter, wenn ihr nicht erkennt. Lars. Natürlich wie immer als Zwerg, ist klar. Und besser nur bei TTT als aus TTT bekannt, Duo. Servus. Ja, ich würde sagen, wir haben einen Seed, es fällt schon Tag, damit wir wirklich gescheit, Nacht, damit wir gescheit starten. Tue ich ganz kurz noch resetten. Also ich bin der Einzige mit Commons. Ich mach mal, Server habe ich erstellt. Also der läuft über ein Portal. Wir können ja auch nicht sagen, über was es läuft. T-Portal haben wir es gekauft. Gleichschwerpunkt activated. Time set. Dürfen wir anfangen? Ihr dürft jetzt anfangen, jawohl. Okay. Alles klar, wer zuerst mal in der Drachen ist. Okay. Alles klar. Es ist ich bin eine G an meiner Seite. Dann genau, machst du alleine. Alles zur Erklärung, es ist keine, ne, Leute, ich mache hier gerade Witze. Es ist eine Koop-Season, wir bauen ganz gechillt miteinander und machen Gio, Aktionen. Bloß hin. Aber wir bauen auch die Base. Gio. Nämlich beim Spawn, Gio, da wir haben ein bisschen Schutz. Ah, okay. Hey, doch, wir gemeinsam. Fabi, was ist es? Wo bist du überhaupt? Hinter dir. Ah. Geht ab. Ich hab was sehr spät. Ich glaube, der erinnert schon eine Agenda, der geht schon. Ja, ich glaube auch, Lars. Der haut direkt Holz. Rein. Das stimmt. Ich bin auch nicht glaub, jeder, ich glaube, jeder von uns hat seine eigene Agenda. So. Genau, also eine TNT-Kanone. Also zur Erklärung, ihr kriegt erstmal aktiv nur meine Sicht, aber ich werde immer wieder bei den anderen vorbeigucken, was sie so treiben. Wir machen, wie gesagt, auch gemeinsame Höhlenaktionen und so weiter, aber ja, der Server ist immer an, das heißt, die Jungs können auch offscreen bauen und abbauen, wenn sie wollen. Nur immer, wenn ich aufnehme, dann. Also immer, wenn ich spiele, nehme ich auch auf, das wollte ich damit sagen. Und wenn wir auch mal, wenn wir irgendwie mal nur abbauen, alle gerade nur am Farmen sind, nichts Spannendes bei irgendwem passiert, dann werden wir uns vielleicht noch ein wenig ein Podcast-Thema raussuchen oder so. Mal gucken. Geil. Gaming-Podcast wahrscheinlich hauptsächlich. Ja, scheiße, davon habe ich keine Ahnung. Nein, Fabi. Aber von Gaming Ahnung. Wie ist denn so eure Minecraft-Erfahrung bisher so? So viele Stunden. Standard, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe ein paar viele Minecraft-Spielstunden. Also. Ja. Also sind ja, so ich auch. 5.000, 6.000. Ja, Gio, hast du schon mehr aktiv gespielt, würde mich jetzt mal interessieren, oder hast du Pausen? Ich habe 1.5 habe ich angefangen und ab, ich glaube, 4, 5 Jahre später habe ich dann ein Jahr Pause gemacht. Boah. Ich habe zuletzt vor, keine Ahnung, 3, 4 Jahren ein bisschen gespielt mit Fabi, aber aktiv schon seit Jahren nicht mehr. Also richtig viel. Seit Jahren nicht mehr. Ja, ich habe jetzt vor einem Jahr, glaube ich, wieder angefangen. So ein bisschen 1, 2 Jahre her. Ich weiß gar nicht, wie weit wir unseren Namen sehen überhaupt. Also ob wir uns dann jemals wiederfinden, ist auch noch so eine Sache. Probably not. Ey Fabi, wir haben da so Pech gehabt gerade, ne? Wieso? Weil das schlechteste Dorf ist, was... Ja, ich das hatte Dorf, da ist schon alles gelootet, das ist natürlich schade. Wir brauchen erstmal was zu essen. Ich höre schon die ersten Zombies, das gehört mir gar nicht. Ja, wenn da doch nur noch ein bisschen Weizen wäre, ne? Schnauze. Karotten, Kartoffeln. Wollen wir weiter? Oder? Mal hier zu bleiben ist. Ja, warte mal. Also ich werde hier da am Spawn in der Nähe ein bisschen was bauen, so meine Sachen, meine Buden und so. Ich werde hier relativ nah bleiben, weil ich die Gegend relativ hübsch finde. Von daher. Genau, es wäre ganz gut, wenn ihr euch nicht zu weit bitte verteilt, also weil wir sollten nee, nicht schon helfen. Ich meine, so am Ozean entlang geht ja auch easy. Neben dran. Ja. Ey, wollen wir hier? Hier oben auf dem Berg?
Blöd. Ich weiß nicht. Na, also ich bin in Minecraft bis eingerostet, weil ihr komisch Sachen bei mir seht, weil ich muss wieder reinkommen. Aber es wird natürlich ein paar Stunden hoffentlich wehgelegt haben. Ein paar Folgen. Ich hab meinen Spot jetzt schon gefunden. Power. Tja. Und der Dapp ist auch Zuckerrohr, das ist auch ganz gut. Ich glaube, Lars hatte ja auch schon seinen Spot. Ich bin ein Zwerg. Mhm. Ich wohne da, wo der Fels mich hinführt. Ich gehe tausende Meter erstmal laufen. Tschüss, Beckmann. Tschüss, Beckmann. Tschüss, Beckmann. Ja, aber wäre es gut zu wissen, wo, also am Ende des Abends oder so, wo sich jeder vorhat niederzulassen, ja. Weil, sodass wir uns da ein bisschen austauschen. Genau. Ja, also ich habe auch die ganzen letzten Updates keinen Plan, was da alles kam. Ich weiß zum Beispiel, hier steht Kupfer und keine Ahnung, seit wann gibt's Kupfer? I don't know. Ja, aber ich habe, Kupfer kannst du nicht viel machen, ja? Was ist, Fabi? Guck mal da hinten. Oh mein Gott. Da glaube ich, Mann. Das hier ist meins. Man kann das noch nicht. Ja, mach ich. Interessant. Aber Tio, ich bleib hier in der Stelle und baue, ne? Nur so zur Info. Ja, ja, das ist definitiv mein Ziel. Oh mein Gott. Das sind einfach zwei Stück. Oh mein Gott. Was denn? Ja, guck dir das doch mal an. Ja, ich weiß. Meint ihr diese Höhle da, diese Piratenhöhle? Nee. Oha. Wir haben was Besseres gefunden. Ach ja, es gibt jetzt, Tobi, weil du schon gemeint hast, du hast es jetzt. Oh, ich habe die Piratenhöhle gefunden, die du gemeint hast. Mhm. Die ist ganz geil, vor allem so in der Mitte der so vom Fjorden und so. Ja. Was hast du gemeint, Gio? Was zu mir sagen? Ja, ich wurde gerade einfach. es gibt jetzt, die Höhlen sind jetzt auch komplett anders. Ja. Die Höhlen sind. Ich weiß nur, es gibt Axel-Dottels. Genau, und einen neuen Boss. Aber der ist ganz schön schwer zu besiegen. Also. Der ist schon schwierig. Und lohnt sich, glaube ich, auch nicht zu besiegen. Ja. Ne, der droppt nix. Also nichts von Relevanz. Tja. Bin mal gespannt. Also ich habe zwei Spots gefunden. Fabi, bist du hier? Ja, Moment. Okay. Also ich habe schon mal ein Bett für dich mitgenommen. Ich habe schon eins. Ah, okay. Dann tue ich es. Ja, okay, wir brauchen eh Betten für später. Ich oh, damn. Oh, damn! Das ist ein Problem. Ja, was ist das denn hier für eine perfekt ausgebaute Weg hier? Okay, hier ist noch Wasser tot. Klar, also jetzt am Anfang habe ich auch erstmal nur, ihr seht, war den Lava, ich habe keine Texture Packs und so, weil wir spielen hier auf der neuesten Version und die meisten Sachen sind hierfür noch nicht verfügbar. Wollen wir jetzt schon Wetten abschließen, wer den ersten Tod kriegt? Fabi. Was ist denn dabei? Ich hatte einen, als ich reingejoint bin, irgendwie ganz weird. Ja, ich war sofort im Deathscreen irgendwie. Ja, ich hab mich mal Comment kurz gekillt, weil wir ja das Test nochmal hier drauf waren, oder? Ach so. Ich wollte ja voll neu anfangen. Gibt's dann auch eine Anzeige, also so eine Anzeige, wo man sieht, wie oft jemand gestorben ist? Boah, das wäre nice. Ich glaube, Statistics, oder? Bestimmt irgendwo, ja. Naja, ja, aber das kannst du auch vom Server anzeigen. Ja. Ja, okay, wird doch nicht so beraubend. Ach du Scheiße. Hier sind Villager, das ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Und wir haben ganz schön viel Essen. Komm mal her, Fabi, komm mal zu mir. Moment. Ich muss hier noch ein bisschen Holz holen. Da unten.
Hier, jetzt, du, jetzt bist du da. Du, die, du. Und zwar... Komm mal her, Fabi. Ich hab was für dich. Alter, was ist das ganze Ding hier? Ah ja, das ist gut an Dörfern. Das ist ganz wie Weizen. Oh, easy, ne? Ich sehe schon, im Umkreis von 500 Blöcken ist schon alles leer gelootet, bis ich losgelaufen bin. Klingt so, ja. Ist jetzt schon wieder dunkel, das ist ein bisschen belastend. Ja, ich habe leider auch noch keine Schafe gefunden. Also müssen alle schlafen, ne? Zusammen. Selber, dem, ja. Wie Tobi die Regel angepasst hat, ja. Ja, oder Tobi macht einfach... Nein, also wir kommen... Nee, wir machen hier ganz normal Gameplay. Also es wird auch keine Nacht weggesprungen oder nix. Das habe ich schon gesagt. Ich meine, ist jetzt auch, also zusammen... Alles so, wie es ist. Optional, aber... Wir machen hier schon nicht nur... Wir machen ja keinen Creative-Server, wir machen schon auch Survival-Server. Aber ist Nacht halt ein Ding. Jawohl. Ja, perfekt, ne? Und damit, er ist tot. Juh. Nach 12 Minuten. Wie war das mit mir? Er ist ja tot. Wie war das? 8000 Stunden? Das hat nichts damit zu tun. Ja, ja. Ja, natürlich. Würde ich auch sagen. Jetzt muss ich den ganzen Berg nochmal hochdoublen, ey. Ah, das ist der erste Creeper gespawnt. Let's go. Und es ist Nacht, scheiße. Sind nirgends Schafe, dann ist nur fair, das bringt mir ja viel. Oh. Oje. This is not the way. Da drüben läuft Beckmann, glaube ich. Ah ne, es ist you. Ah ne, es ist you. Kann das nicht sein. Das kommt zu seinem Blut. Oh stimmt, da erinnere ich mich an was. Es gab doch so eine Website, da konntest du den Server eingeben. Aber ich glaube, geht nicht bei Whitelist Server wahrscheinlich. Und dann zeigt dir das eine Karte, wobei es verrät so viel wie die Map leider. Aber es würde dir auch eine Karte zeigen, wo wir alle sind. Mir gerade so eingefallen. Das gab's ja, dafür bräuchtest du den Seed. Oh halt. Nein, ich glaube, ich sterbe direkt nochmal. Scheiß Skelett. Ich überlege, ob ich jetzt einfach gleich... Ja, ich gehe am besten nicht unter den Grund und zeige mich nicht raus gar nicht. Hey, ich habe ein Herz. Oh. Fabi, ich würde diese Höhle nicht verlassen, bevor ich nicht einen Diamanten gefunden habe. Du bist Oktopode, da hat man mehr. Halbes Herz. Oh. Wenn ich halt nur wüsste, wo du bist, ne? Das ist wie ein riesiger Birkenwald hier, Alter. Wer hat denn jetzt alles schon Betten? Weil ich bin, gehöre jetzt auch zu der Liste. Ich hab auch. Bin nicht mal mehr an der Oberfläche. Hat ja nichts damit zu tun, kannst ja trotzdem ein Bett im Winter haben, ne? Nee. Wäre ja zu einfach. Am besten ist es, wenn du im Nether schläfst. Ja. Das machen nur Profis. Ah, da hinten drin, da. Mit einem Pfeil im Kopf. Die Sachen, die spawnen aber nicht, oder? Nee, die liegen doch hier oben. Sehr gut. Kannst du mal in Minecraft regeln, also musst halt wiederholen. Kannst du mir mal Blöcke runterschmeißen, bitte? Finde ich natürlich diese Höhle nicht mehr. In die ich jetzt kurz nochmal rein wollte, weil Nacht ist. So. Ich brauch Eisen. Und davon viel. Okay, wollen wir mal in eine Höhle gehen, Fabi, oder? Oh. Bisschen Eisen. Ja, warte mal kurz. Ach, das sind die ersten Endermen. Nicht den Schaden. Enderman! Na, Sören ist der Einzige, der hier die ganze Zeit bei mir ist. Das ist interessanterweise. Da ist seine Tür, ich habe seine Tür schon gesehen. Ja, ich habe euch hoffnungslos verloren. Ich bin euch auch ein bisschen hinterher, aber keine Ahnung. Ich bin fast, also mich sieht man. Mich sollte man direkt von Spawn aus fast sehen. Ja, gut, da bin ich nicht. Ja.
Hier, Klappherz. Ich glaube, ich laufe gerade im Kreis. Ah, hier war schön. Okay. Hier wollte ich auch wieder rein. Sehr gut. Was hätte ich denn damit nichts verloren, Junge? Oh, damn! Hat denn wer von euch vor, unterirdisch zu leben? Nee. Nee, eigentlich nicht. Das ist schon mal ein guter Anfang. Weil ich glaube, also ich bin, glaube ich, euch hinterher jetzt auch gerade. Ich bin erst Jörn und Tobi nachgelaufen, nach Norden. Und jetzt bin ich, glaube ich, euch hinterher. Bloß du weißt, wo Norden ist. Achso, ja, da gibt's 36 User, genau. Achso, die F3, ja. Kann auch einfach den Mond benutzen. Oder das, ja. Der geht genauso wie die Sonne. Müsste man noch sich wissen, wie man sich nicht ohne Seife wäscht, aber ja. Ich hasse dieses neue PvP. Dass man nicht mehr schnell drücken, klicken kann, das nervt. Auch schon seit 20 Jahren so gefühlt. Ja, ich weiß. Ja, aber der Server, wo ich neben Beispiel, also der hat das nicht. Ich mag das eigentlich, weil dann ist Button Smashing nicht mehr win, wer den besten Ping hat. Ja. Ja, Button Smashing ist auch nicht mein Style. Was wollen wir jetzt? Ja, ja, lass. Oh, sorry. Tut mir leid. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in eine Höhle, oder? Warte. Wollen wir die beim Dorf nehmen? Auf. Wo ist sie? Warte, komm mit. Alter, sind hier viele Mobs. Wir haben Plan, wie groß dieser. Man kann ja mal gucken. Ja, wenn wir eine gute Höhle erwischen, kann es sein, dass wir dann riesige Höhlen haben. Ja. Die Kinder gehen auf jeden Fall wilder als früher. Spinnen da, ey. Also Kohle kann ich mir natürlich nicht beklagen. Wo waren die Kacke jetzt? Ey, du hast da Kohle bei Minute 10, 38 übersehen. Ach, hier unten. Also vor der Länge wie bei jedem anderen Projekt auch, nicht länger oder kürzer oder so. Wo? Da hier unten. Oh ja. Ich hab jetzt auch mal ein Bett organisiert bekommen. Oh ja, Fabi. Schön alles mitnehmen. Na safe. Ihr seid jetzt in die Höhle rein, in der ich wohnen will. Mir da alle auseinander. Ich glaube nicht, dass du da drin bist. Ja. Boah, das ist auf jeden Fall auch riesig. Das sieht richtig gut aus. Oh shit! Oder ist ein. Wie heißen die? Enderman. Enderman, ja. Das ist Eminem. Eminem. Ach du Scheiße. Ein bisschen Diamond. Was ist denn das? Wir machen jetzt so, Fabi. Ach Scheiße, hast du eine Backbank dabei? Nee, ne. Doch. Ja, ich habe jetzt schon alle gemacht, egal. Hä? So. Wie lange wieder Hallo? Ja. Wäre fast peinlich geworden. Hier, Fabi. Alter, wie viel soll ich noch nehmen? Ich hab noch 2 Stacks. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rein und ich mache mir mal eine Eisenspitzhacke für den Fall der Fälle. Bist du ready? Mensch. Ich mache mir nochmal eine Spitzhacke.
falls sie kaputt geht. Hast du vielleicht noch ein Holz für eine Truhe? Ich habe gerade eine Truhe gemacht. Alter. Sehr gut, Fabi. Und schon ist es voll. Gut, auf geht's. Also Tobi, nur damit du Bescheid weißt, falls du auf so schön Hobbiten oder so bauen willst, ne, bei mir bist du willkommen. Ich hab oder dich die ganze Zeit gesehen, du bist immer noch bei mir in der Nähe. Ja. Ich glaube, wir sind die einzigen beiden, die noch miteinander sind. Außer Tio und Fabi. Au. Ja, wie gesagt, ich bin nicht weit südlich des Spawns. So, da bin ich, glaube ich, auch schon relativ einig mit mir selbst. Du warst hier beim Rift, oder? So. Ja, wenn man rübergegangen ist und da, wo die Tür ist, genau. Und da bin ich gerade in der Höhle andödeln. Und ich wollte so relativ spawnnah, denke ich mal, auf dem Berg daneben oder so. Mhm. Hast du schon Eisenwerkzeug? Ja, Eisenspitzhacke habe ich. Falls wir... Oh mein Gott. Falls wir Dias finden. Aber ich glaube nicht. Ja, soll ich auch machen oder reicht das mal eins? Ja, wenn du Eisen hast, dann... Nee, habe ich nicht. Achso, ja, dann. Ich hab wieder Glas. Du most useless shit ever. Das stimmt nicht. Das doch hier ist. Ey. Hast halt nur andere Use Cases als das Werkzeug. Okay, Gold, the most useless shit after. Dir? Das ist ein sehr schöner Block zum Bauen. Sag mal, baust du Goldstadt oder was? Eldorado von Beckmann. Ich baue Eldorado, genau. Oh, da sind Schafe. Erwischt. Hey, eigentlich suche ich immer noch einen Platz zum Bauen, sag ich, wie es ist. Ja, ich habe auch noch nicht im Schiss gelegt. Was ist, Fabi? Ja, wenn wir alle soweit sind, dann können wir uns ja mal ein bisschen abgleichen, wie gesagt. Aber ja, keine Eile, wir haben ja noch sehr viel Zeit heute, denke ich. Nee, ich gehe in 5 Minuten. Ja, okay, aber du weißt ja schon, wo du wohnst, von daher kein Problem. Lapis! Das stimmt. So, ich hätte theoretisch auch ein Bett, was Marc gesagt hat. Ja, stimmt, darum könnt ihr euch auch vielleicht mal kümmern, dass wir alle pennen können nächstes Mal. Ich glaube, jetzt jeder hat ein Bett, ja. Oder? Nee. Ja, also ich, so. Oh, Fabi, da ist schon Deep Slay, Lapis Lazuli, Gold, alles. Sehr schön. Das haben Höhlen so an sich. Ich müsste meine Tasten umlegen. Ich bin hier von allen Spielen gestört. Ob ich hier auch wieder raus bin, das ist die Frage, ne? Also. Oh ja, das sieht doch vernünftig aus da vorne. Heilige. Aber lass sie hier runter. Ja. Also mal durchlaufen. Wir können ja dann die Fackeln benutzen, um wieder zurückzukommen. Hm. Oh, okay. Oh, nice. Ja, fast tot. Brauchen wir das hier? Red Zone, ja. Ach, Red Zone. Unnötigster Block mit Gold zusammen. Braucht niemand. Ja. Ah, doch, ich bräuchte schon ein paar Goldäpfel vielleicht. Quatsch. Ist Karotten, Junge. Das siehst du auch besser. Mich hat gerade einfach ein Zombie mit einem Schwert angegriffen. Ja. Controller weggelegt. Ja, aber schön mit dir, Gio. Ja. Ja, oh war mein Gott. War ein Ironman-Server, deswegen würde ich dann in der nächsten Season. Ich würde sagen, wenn wir Hardcore-Season machen, dann wäre jetzt schon zwei Runde raus. Nee, bisher nur Gio. Hey, ist Beckmann, Beckmann ist nicht gestorben. Hallo? Das war kurz davor. Stimmt, bisher war nur Gio raus. Das ist so eine Frechheit. Bin gerade schön am Eisen abbauen und dann kommt
So immer ein bisschen wie aus Jux-Dollerei, aber trotzdem mal eine Hardcore-Season machen. Aber mal gucken, vielleicht geht sie nur 2 Folgen, aber trotzdem. Ja, probably. Fabi, kannst du meine Sachen bitte... Ich bin hier gerade mit deinen Mobs am Rangeln. Gesundheit. Ihr habt schon Maps, krass, ich weiß gar nicht, dass man die züchten kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, für Sie sinkt weiter das Niveau. Hatten wir davon jemals was? Niveau? Mhm. Ich glaube, diese Aufnahmecrew nicht. Ivo. Ich glaube, jemand hat mal versucht, was mitzubringen, aber hat nicht ganz geklappt. Ja, dabei, ja, das war so ein Analphabet. Der hat dann einfach anstatt Niveau hat er Nivea mitgebracht. Oh Gott. Gut, der war jetzt natürlich, also der war deutlich besser als meiner auf jeden Fall, ja. Was ist das hier? Granit, das sieht aus wie, keine Ahnung, festere Erde. Im Vanilla hier. Ist Granit nicht auch einfach nur festere Erde? Was ist überhaupt Erde? So, Höhle, safe Geo. Nein, so fangen wir jetzt nicht an. Also, haben wir eigentlich schon mal nachgeguckt, ob es hier Schluff gibt? Gibt es? Also, nee, Schluff nicht, aber wie heißt das auf Deutsch? Moment. Nee. Wäre der weiter hinten gewesen, wenn meine Sachen weg. Mann, ist das Int, Alter. Ich finde nicht das, was ich brauche. Also Tuff gibt es. Leben. Kalktuff. Wie bitte? Also dein Leben. Wow, okay. Da machen wir halblang. So, erstmal die Beute geil nach Hause bringen, ne? Ich habe einen Dschungel gefunden. Super. Super Laden hier. Ja, brauchen wir, wie viel Gigabyte brauchen wir? 2 reiche für einen Standard-Server. Ja, aber wenn einer erkunden geht, nee, wir bleiben ja schon zusammen. Nee, er hat gesagt, er geht 1000 Blöcke weit. Also. Ja. Das, ja, der Ansatz ist dann viel Spaß, Tobi. Beckmann. Ja. Sagen, was willst du damit schon? Ich gehe auch, aber gerade ein bisschen viel erkunden. Aber, ja, erkunden ist das eine, ja, auf jeden Fall. Ich suche halt was und ich finde es nicht. Gott, wo bin ich? Wenn man der nicht so liebt, wie du bist. Okay, der war gemein und fand ihn aber solide Vorlage, die muss man nutzen. Denn in dieser Gruppe sind alle knallhart. Fabi, wir können gerade wieder hoch. Wie Lars. Woher habe ich Glowing Sacks? Das ist ein Glowsack gekillt. Ja. Das beste Mob, das hier eingeführt wurde. Ist so. Jetzt hast du gewonnen. Da kannst du den Ender treffen. Ich glaube, das einzige Mob, das noch mehr Use hat, ist hier, wie heißt es, die Fledermaus. Ja. Die kann dich immerhin nerven. Womit? Wo ist das so? Dieser enttäuschende Schrei der Enttäuschung wird Ihnen präsentiert von Beckmann. Beckmann Enttäuschung schreien. Bisher habe ich noch kein Eisen gefunden. Tobi, brauchst du was? Naja, alles gut. Ich bin auch nicht so tief in Höhlen besetzt. Ich geh immer so weit, wie die gehen und dann enden die bei mir. Oh, shit. 10 Minuten. Oh, shit. Der Dschungel fackelt ab. Ja. Klimawandel und so. Egal. Ich wollte gerade sagen, wo playst du gerade unsere echte Welt irgendwie? Ich brandrode den Amazonas. Ja, erstmal ein paar Plantagen. Fehlt nur noch, dass du ein paar Ureinwohner vorher... Obwohl... Würdest du sie warnen vor... Hallo? Mein Skin ist Wilhelm, ja? Was glaubst du wohl? Nein. Wo geht's denn wieder raus?
Hier? Ich glaube, da hinten ist das, was ich suche. Hat jetzt jeder ein Bett, es wird wieder dunkel. Nee. Dann kümmere dich mal drum, Junge. Ich find nicht aus der Höhle, Junge. Dann grab dich straight nach oben. Ist so. Ja, entspannt euch. Nein. Doch. Okay. Okay, Typ. So funktioniert das, Leute beruhigen. Ja. Entspann dich doch mal. Ja, reg dich doch nicht so auf. Ja. Oh, das macht's alles ein bisschen schwieriger. Aber ja, ich habe gefunden, was ich gesucht habe. Yippie! Möchtest du das mit uns teilen, oder? Auf gar keinen Fall. Natürlich. Ja, der wird im Sumpf wohnen wollen oder so. Das Problem ist, hier wurde anscheinend, ich komme mal an die Oberfläche und sehe nicht ein lebendes Lebewesen. Doch, da sind Schweine. Mann, wo geht's denn hier raus? Ein Pferd. Versuchst du immer noch rauszugehen? Ja. Bitte sag mir, dass es nicht nur ein See. Dann raste ich aus. Okay, dann oh! Hast du ein Meer gesucht? Wir sind doch direkt am Meer gespawnt. Ich, aber in einer gewissen Konfiguration brauchte ich dieses Meer. Direkt an einem Sumpf oder was? Jus, wer tot? Immer diese Metagamer. Boah, hier ein Schaf. Ich hab doch nur einmal einen Meter Blöcke, also was soll ich machen dagegen? Seit wann spawnt ein Creeper neben einem direkt? Oh, da ist eine Hexe gespawnt. Oh, Jesus. Ah, ja, mit der kannst du traden, die sind nett. Mitten im Wald? Umspawn. Oh, umspawn, okay. Wenn ich jetzt sterbe, ist es deine Schuld, Sir, ne? Ich kündige es schon mal an. Okay. Da ist irgendwer. Ach, das ist Giro. Ah ja, was ist das denn hier? Das ist eine kleine Insel. Ja, das wird cool. Da oben ist ein Mineshaft. Nice. Fabi, könntest du meine Sachen vielleicht mitnehmen? Ja. Oh mein Gott. Vor allem, wieso steppt... Ach, egal. Spaß, Gio. Gio, hast du Spaß? Ja, wie gesagt, es ist ja kein Speedrun. Fahren Gang runter. Ne, nicht direkt in die härtesten Höhlen reindiven. Die Wolle muss alle dieselbe Farbe haben, sehe ich gerade. Ja. Warte mal, okay, das ist so. Bone Meal. Okay, dann weiter. Jetzt muss ich eine scheiß Wolle. Alter, mit dir Rentner, mein Gott. In der anderen Version muss man das nicht, da kann man in nicht. In der anderen Version, in der 1.0.1, damals, vor 12 Jahren. Nein, ich meine die Windows-Variante. Wir sind noch keine halbe Stunde drin und die beiden haben schon Streitgespräche. Es ist ein Fest. In der ersten Folge möchte ich anmerken, die weißt sind eingefasst. Erst leitet er mich into his Vorstellung into Tilt, aber dabei stimmt das gar nicht. Das ist ein Spiel, ich bin raus. Ciao. You may not rest, there are monsters nearby. Ah! Hast du jetzt ein Bett? Ja, ich hab ein Bett. Kann aber nicht schlafen. Dann können wir auch schlafen gehen, jemand ist ja gerade gestorben und dementsprechend nicht da. Wo ich werde gerade erstmal getötet von einem Mini-Zombie, der einfach gespawnt ist. Die sind ganz schön grässig. Ich hab keine Ahnung, wo unsere Sachen sind. Ich hab gerade noch gekillt. Ich hab keine. Ich weiß nicht mehr, wo das Dorf jetzt war. Ach cool, da gibt's gar eine Anzeige für. Kann Scheiße. Ich? Könnte ich. Ich kann auch nicht. Kann ich nicht. Oh, fuck! Über einen gewissen Vibe hier. Dass wir alle mit der. Nicht. Mit der Situation unzufrieden sind, die wir hier haben. Ist doch ein richtiges cozy Game, Leute, jetzt. Ich wollte gerade sagen. So, weiter in die Höhle. Bisschen Farmi. Brauch noch gar nichts aus der Höhle. Ich brauche erstmal einen Ort, wo ich siedeln will. Habe ich auch noch nicht gefunden. Das sage ich als Zwerg. Also, ja, willst nicht. Aber da ich ja underground wohnen will, muss ich ja trotzdem in die Höhle. Ich wünschte gerade, es wäre Tag. Wir könnten. Ja. Die beiden haben ja Bett jetzt verloren, stimmt. Ich wollte sagen, in der Theorie sind wir alle ready. Also, wenn ihr an euren Betten seid, sagt Bescheid. Ja, das wird dauern. Das wird dauern, ja.
Ich baue mich schnell ein, sonst sterbe ich nämlich gleich auch. Scheißer! Skelett macht hier erstmal 360. Ja, machen die. Oh, ich werd grad echt sauer. DuckTales. Neue Stories, Tag für Tag. Hey, DuckTales! Vorsicht! Ja, ich mach das. Oh, ich glaube, da kommt ein Dreizack. Da kommt ein. Was? Ah, Dreizack. Ich hab gerade was anderes schon. Das ist doch König Tritons Dreizack. Ja, konnte ich leider nicht nachgucken, weil er ihn nicht gedroppt hat, der Bastard. Oh, da hätte ich mich gesehen, direkt am dritten Tag schon ein Dreizack, ey. Aber ist das dann nicht irgendwie heretisch für so? Für die Ingerim, Entschuldigung, für die Angrosgläubigen mit einem Dreizack rumzurennen? Nö, man kann die Effortkirche ja ruhig mal ein bisschen auf die Schippe nehmen. Verstehe. Muss es dann, also welche Schippe? Eisen oder? Meistens Eisen, ja. Okay. Hä, da kann ich es hinstellen. So schön, dass ich jetzt die zweite Nacht schon einfach mit nichts tun verbringen kann. Keine Chance, ich finde die Sachen nicht. Ich finde ja nicht mal das Dorf, ich finde nicht mal die Höhle. Du musst, Scheiße. Ich bin jetzt beim ersten Dorf, wo wir als erstes waren. Ja, und da musst du geradeaus laufen, weil der in Richtung Berg. Zum Seid ihr schon über dem Berg oder ist noch gefährlich? Oh, ich hab's gefunden. Gott sei Dank. Okay. Oh. Spawn schon mal gesetzt, wenn was passiert. Same. Alter, diese Skelette, ich schwör dich. Wenn ich ihn echt treffe, ich schlag dich aus. Du musst dich selber schlagen, weil Theorie. Also, ne? Ja, hab ich entfernen lassen. Ja. Warte mal, Fabi, du bist auch hier gestorben vor mir. Fabi, ja, ich wollte deinen Sachen gerade holen. Dann kamen ja drei Zombies. Ah, okay, Fabi, dann hab ich alles. Was glaubst du, ist das Lieblings-Beatles-Lied von Skeletten? Keine Ahnung. Skeleted B. Oh Gott. Alter. Geht es den ganzen Abend so? Wahrscheinlich. Ja. Nee. Das ist eine Lüge. Ja. Ich komme jetzt wieder raus, Fabi. Alter, wie viel Lava ist denn hier? Die Nacht ist eh fast vorbei jetzt, also. Wer bin ich, Mr. Lava Lava? Oh, ein Mini-Zombie. Ach du Scheiße. Und ich kann nicht rennen. Was ist das? Horror. Facing East. Okay. Oh, Alter. Okay, ich mach mal das Dach zu, damit nicht noch mehr Monster auf mich regnen. Thank you very much. Ja, Dächer sind generell eine gute Idee. Diese ja, wer auch immer die erfunden hat. So komisch an. Ja, Robert Dach, natürlich. Ja. Kam der aus Dachau? Kann sein, ja. Wir sollten jetzt kurz aufpassen, wo dieses Gespräch hinführt. Ach, wo du wieder hin willst mit deinem Rommel. Also ich bin jetzt beim zweiten Dorf, Gio. Mhm, warte, ich baue mich. Zweiten Dorf. Ihr seid, Ja, ihr seid. Ich glaube, ich habe euer erstes Dorf gefunden. Wenn ihr weiter Richtung Südwest oder so gelatscht seid, ja. Ich soll in selbe Richtung laufen und Lars später sammelt Beckmann und Gio und Fabian andere. Eieiei. Ja, ich bin euch ein bisschen hinterher, aber dann bin ich umgedreht und nochmal über den Spawn drüber quasi in die ganz andere Richtung. Genau, dann bist du so bei den anderen. Nicht in Minecraft ist das schlimmste Horror-Let's-Spiel aller Zeiten. Wenn man in der Höhle ist und dieses hört, ist das einfach schlimmer als jedes Horror-Game. Ja, aber das Singleplayer glaube ich schlimmer als im Koop. Oh, ich hab's geschafft. Dann ist der gerade im Singleplayer quasi. Ja, wir gehen hier runter. Ihr nicht, oder was? Der Atmosphäre, kann dir nicht helfen. Der Atmosphäre ist ganz anders, wenn man allein in der Höhle hockt. Keiner da ist, das meine ich damit. Ja, wo waren jetzt Ach, diese Höhle? Ach du Scheiße. Form drauf, oder? Der Tag, okay. Ich glaube, ich hab Angrosch Arschloch. Hey, Gio! Hi. Nee, da bin ich eigentlich schon. Aber egal, wir haben jetzt, komm her. Ich drop dir mal deine... So, wie finde ich jetzt... Ich will essen. Ich hab was auf mich geschossen. Ich lasse mal hier das halb, falls ich sterbe, bin ich wenigstens nicht unspawn. Du
Tobi, wir können auch gerne, also ne, auch die, die interessiert sind, eine, ich habe hier eine richtig coole Höhle, die, wenn du interessiert wärst, zusammen ein wenig diese Höhle zu erkunden, ne, kommen sie zum Spawn, ich hole sie ab, wir machen hier Gameplay. Später hatte ich noch. Alles klar, ja. Steamplay in Minecraft, das ist unmöglich. Steamplay, nicht Steamplay, also. Sachen auch wenn ich Gaben mag. Ne? Ja, ich weiß, wollte ich das nächste machen. But he's the Lord. He's the only. Praise Game. Ich weiß nicht, wollt ihr noch mit zu uns kommen? Nö. Wenn ihr, ich glaube, ihr wart doch in der Nähe, oder? Nur weiß ich ja nicht. Wir sind in der Stadt. Nee, hieß es nicht gerade, dass Sören in der Nähe ist? Nee, ich und Sören sind in der Nähe. Voneinander. Was seid ihr gerade? Zum Osten angeblich. Oder Norden, wie Lars vorhin gesagt hat. Ich weiß es auch nicht. Ich kann dir nur also die Chunks, wo ich gerade, das Ding, wo ich gerade stehe, sagen. Aber. Ich habe euch zuletzt nördlich vom Spawn in einem Wald gesehen. Das also ich... schon ja. Minuten näher. Ich bin fast am Spawn. Ich gehe da jetzt auch hin. Ich gehe an den Spot, wo wir bauen wollten, Fabi. Okay. Oh, ich glaube, ich hab's Wasser. Ups. Was denn? Ah, nix. Du wirst es merken. Das Wasser verschwindet. Cool. Wart ihr südlich vom Spawn? Meint ihr diesen Berg, wo auch so eine Wasserquelle rauskommt? Wolltet ihr da bauen? Jein. Ne, die sind deutlich weiter. Wenn die sagen, die sind schon im zweiten Dorf, weil das erste Dorf von denen habe ich gefunden. Das ist auch ja, schon weiter. Das zweite Dorf ist vielleicht. Oh mein actually Gott. Kannst mich auch hören nehmen. Mhm. Echt nur. Oh Mann, das höre ich den ganzen Tag auf der Arbeit. Ein Witz wirklich. Du sagst, oh mein Gott, und dann, ja, nee, kannst du mich auch Christian nennen. Ja, Alter, ist Christian in den Chat. Fabi, weißt du noch den Place, wo du bauen wolltest? Ja. Okay, gut. Wir können aber erstmal gucken, ob wir. Warte mal. Also, ich hätte ja auch einen fetten Komplex, den ich nicht alleine erkunden will. Ich habe ja, auch fette Komplexe. Und ich habe auch einen Ort, wo ich bauen will, tatsächlich. Also, ich glaube, dass ich den nehme. Aber es wird wahrscheinlich nicht dauerhaft Base oder so. Dafür ist es zu klein. Ich bleib am Spawn. Ich kann ja gerne so das Spawn-Dörfchen bauen, so. Du weißt ja meinen Baustil. Ja, wenn du willst, also wenn du bauen willst, wo wir Spawnschutz haben, musst du mir sagen, dann kann ich den auch im Notfall wegeditieren, dann haben wir keinen. Ja, das dauert noch. Und wenn ich, ja, dann mache ich schon oder irgendwas. Du kannst den Spawn einfach umranden oder so. Mit etwas, mit. Da hatte ich überlegt, ob ich ein kleines Fort drumherum baue, quasi. Quasi an den äußeren Rand, wo wir bauen dürfen. Mhm. Okay, dann merke ich mir einfach, wo ich hier bin, markiere das und dann komme ich gleich mal rum. Was ist? Ich bin nicht weit weg von hier. Wir bauen einfach da. Dann markiere das mal, ich markiere das mal mit so einem typischen Cobblestone. Genau, Penis. Penis einfach nochmal, das. Ugh. Da hinten. Aber das ist good to know. Einer baut auf der einen Seite vom Fluss und der andere hier. Ja. Guck mal da hinten. Nur wieder rauskommen aus diesem Rift. Hä? Dreh ich mal um. Ach du Scheiße! Ich erkenne nicht, wer das ist. Was mach ich denn jetzt? Warte mal, wer ist denn das? Das könnte Sören sein. Mhm. Ja, das ist Sören. Er hat ja nie an Spawn gedacht. Fuck. Also ich bin auch nicht so weit weg vom Spawn. Aber ein bisschen weiter ist vorhin noch einer. Ja, hier ist meine Erkundung. Ich bin so am Arsch! Hallo Fabi, und da drüben, wo wir gespawnt sind, da am Hang, hier am Meer und so, da will ich jetzt meinen Dörfle bauen. Und hier farm ich gerade so ein bisschen Basics. Okay, den Riff markiere ich jetzt mal. Das sind ganz schlechte Nachbarn. Was sagst du? Ich hab dich gefunden, ich hab dich gerade gesucht, deswegen. Ah. Ja, ich bin einmal kurz, muss die E-Mail beantworten. Ich stehe kurz hier in meiner Butze rum. Ich hab theoretisch ein Bett, wenn ihr Bescheid sagt. Da bist du jetzt noch bei dem Berg, also bis am Spawn direkt, hast du gerade gesagt. Genau, und ich hab einen Steinpenis gebaut, der solltest du finden. Der aus dem Wald ragt. Gut, okay, dann muss ich mir das ja auch mal markieren, so finde ich das nämlich auch nicht wieder. Wobei, ich kann mir merken, was ungefähr liegt. Also ich würde ehrlich sagen, ich bleib hier in der Nähe.
Ja, wenn wir uns alle sicher sind und Beckmann ist eh 1000 Blöcke weit weg, dann können wir uns ja mal ab. Ja, Fabi. Wir sind nicht irgendwie ins Gehege kommen. Hm? Da, wo du jetzt gerade eben warst oder da, wo du jetzt hingelaufen bist? Nee, das ist ja nicht weit von da, wo Sören jetzt die. Ja, ja, deswegen. Ob es eine Base ist oder eine Gruppenbase ist. Also, der Vorteil ist, also ich werde, ne, also ich werde da, wo wir gespawnt sind, bauen und halt. So. Ihr könnt gerne mittelalterlich so bauen und wenn alle in der Nähe sind. Der Vorteil ist, an der Gegend hier fließen ja über Flüsse und Fjorde lang. Wir können ja uns easy dann per Booten auch erreichen. Ne, zum Beispiel, wenn Lars baut zwar unter Wasser, aber du kannst doch bestimmt irgendwie einen Kanal da reinlegen oder so und dann sind wir eigentlich alle ziemlich erreichbar. Ja, ja, ich bin tatsächlich an der Küste quasi. Also man könnte mich auch per Boot erreichen. Über das Meer. Ihr wolltet doch hier so eine Schienenstrecke bauen, ne? Sicher, ja, richtig? Später, ja. Ja, ich bin bereit, die Schienen beizusteuern. Ja, wenn du möchtest, ich würde eher Eis und Boot benutzen. Ja, ja, ich auch voll fein mit. Also Boot geht bei mir nicht, weil ich baue hier gleich auf einer Insel. Und die liegt inmitten eines Sees. Eis und Boot davon geht weit nicht vom Meer. Also es fließt nicht zum Meer, der Fluss. Ja, notfalls bauen, ja, wir kriegen schon, wenn nicht, musst du irgendwie zum Fluss irgendwie da. Wir machen irgendwo einen Durchbruch, easy. Ja, genau, oder du in der Nähe eines Flusses baust du einen Hafen, muss man halt zu dir noch ein paar Schritte bauen vielleicht. Weil ich baue, also es passt, das ist das gut, baue ich natürlich auf eine Insel. Das ja, so. Ich kann auch halt wirklich ein Tunnelsystem noch bauen, von meiner Mine aus werde ich überall hinkommen wahrscheinlich. Natürliches Habitat, da sind auch Fische davor, habe ich gerade gesehen. Ja, selbiges halt bei mir, ja. Ich muss nur merken, wo, warte mal, in diese Richtung ist zum Spawn, ich hoffe, ich finde das hier wieder, ansonsten reg ich mich nämlich auf. Ich hab's gleich gerade mit einem Tee markiert, also einem halbherzigen Tee. Das, was ich vorhab, das wird richtig Cancer. Aber ist okay. Ja, ich sehe auch schon, dass das richtig dumm wird in Survival, aber naja, was macht man nicht für die Klicks? Ich brauche weißen Terrakotta. Oh, was ganz bestimmtes vor, ich merke schon. Okay, ich bin jetzt in dem Birkenwald wieder, also es kann ja nicht so weit vom Spawn sein. Hast du vor, die Ming-Dynastie aufzubauen, oder was? Was? Ist ja Quatsch. Fabi, wo bist du? Ich bin noch bei Sören, ich hole gerade ein bisschen Holz. Ah, ich sehe dich. Ich sehe dich. Wobei bei mir auch die, also man kann hier wirklich ernsthaft, ich könnte hier echt einen Durchbruch zum Fluss schaffen hier hinten, also. Ja, wir überlegen uns. Dann weiß ich, glaube ich, wo du bist, das habe ich mich auch kurz gesehen, ich bin nämlich so einen Bogen gelaufen. Du bist auf einer Insel umrandet vom Fluss, oder? Ja, es sah für mich aus wie ein See, aber da ist der Penis von Sören, also. Man sieht ihn aus der Distanz. Er ist sehr enorm. Oh, das ist Fabi. Das, was ich gesehen habe, war wirklich ein großer Fabi, Berg, umrandet von einem schlanken Fluss. Lol. Kommst du denn jetzt? Ich hab dich vorne gefunden. Ja, von da hinten, von meinem. Erkundungs- da dein Ding. Ja, dann müssen wir ein bisschen weiterlaufen. Ich will dich mal erst mit Sören treffen. Wir können zusammen hin, wenn du willst. Ich ja, sag Bescheid, ich brauch eh noch ein bisschen Holz. Dann nehme ich gleich noch die erste Folge, denn das war die erste Folge von Minecraft Together. Ja, tschüss. Vor allem macht ihr wieder die kürzesten Abmods aller Zeiten. Danke fürs Zuschauen und nächste Folge gucken wir mal, ob wir hinten den Rift mit Sören uns anschauen und wer noch will halt. Hallo Sören. Hallo. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Alles klar. Gewitter.